Dieser Mann gibt nie Geld für Zeitungen aus und wurde noch nie erwischt. Das macht er schon seit über 3 Jahren. Er hat die Monatsmiete nicht bezahlt und schleicht jeden Tag unauffällig in seine Wohnung. Immer wenn er hungrig ist, geht er zum Frühstücksbuffet von einem Hotel. Er wechselt die Tasse von dem letzten Gast und bekommt einen kostenlosen Kaffee. Dann nimmt er sich noch ein Brötchen. Grundnahrungsmittel sind natürlich auch inklusive. Er lebt frei nach dem Motto, alles was umsonst ist, schmeckt automatisch besser. Nach dem Essen dippt er noch in die Soße. Er nimmt das Trinkgeld von den anderen. Dann täuscht er vor, dass er sein eigenes ist. Herbert geht zum Supermarkt. Er nimmt heimlich ein paar Zahnbürsten und steckt sie in die Tasche von einer Frau. Dann versteckt er ein Spielzeug in Monikas Kinderwagen. Er nimmt einen kleinen Schuh und steckt ihn in die Jackentasche von Onkel Manfred. Herbert steckt eine Haarspange in den Kopf von der Verkäuferin. Sein Mantel ist schon ganz geschwollen von den geklauten Sachen. Nach außen hin nimmt er sich nur ein Stück Haut. An der Kasse wird der Alarm ausgelöst. Die Verkäuferin geht nachschauen. Auch bei ihr kommt der Alarm. Die Verkäuferin ist irritiert. Sie ruft den Manager. Nach einer kurzen Analyse kommen sie zum Schluss, dass der Alarm kaputt war. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Sie lassen die Kunden gehen und Herbert bezahlt nur den Kaugummi.